Das ist Maria. Sie hat Bienen mitten in Köln. Im Hintergrund hört man die Autobahn. War für mich immer klar, ich möchte naturgemäße Bienen halten Ja. und möchte nicht so diese, sag ich mal, traditionelle, da werden ja auch teilweise den Königinnen die Flügel abgeschnitten, damit die gar nicht mehr schwärmen können. Und hier ging es darum, dass du die Weiselzellen zerdrückst. Ne? Und dann bildet sich keine Jungkönigin und die schwärmen auch nicht. Ne? Ja. Als ich mir diese Zellen angeguckt habe, als ich mit der Elisa zusammen vorige Woche Mittwoch die Räumchen gezogen habe, also ich hatte nicht das Gefühl, ich kann diese Zelle kaputt machen. Oh. Herzlich willkommen bei Asra Blogt. Ich bin Asra. Habt ihr das gewusst, dass die Bienen in der konventionellen und kommerziellen Bienenhaltung unter einem ungeheuren Stress stehen und dass die Königinlarven zerquetscht werden und die männlichen Bienen, also die Drohnenbrut, zerstört wird, damit die Bienen nicht schwärmen? Also, ich habe bis vor gar nicht langer Zeit noch nie was gehört von wesensgemäßer und artgerechter Bienenhaltung. Es gibt immer mehr Menschen, die diesen Stress nicht mehr mitmachen wollen und den Bienen gerechter werden wollen und dies anders machen. Ich war mit Maria bei Christoph Niedfeld und Uwe Raabe. Sie haben sich Zeit genommen für ein Interview. Das war ja auch unsere Idee gewesen, mal zu gucken, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse der Bienen? Genau. So, und wie leben Bienen denn natürlicherweise? Und da ist man dann in diesem Konfliktfeld, sag ich mal, wo man, wenn man mit Imkern spricht, die sagen, nee, es gibt keine Bienen, die ohne die Hilfe des Imkers überleben können. Und wenn man aber genauer hinguckt, dann gibt es die halt eben doch. Und es gibt die auch über mehrere Jahre hinweg. Und wenn man da genauer hinguckt und sich überlegt, wie machen die das oder wie sind die Umstände dabei oder was ist anders als das, was wir vielleicht hier im Bienenkasten machen, dann kriegt man eine Idee dafür, ja, was man vielleicht anders machen kann. Nicht zu sagen, das ist der einzig richtige Weg und dass man vielleicht nicht von richtig und falsch spricht, sondern mehr so von Chancen und Risiken. Ne? Also, welches Risiko habe ich, wenn ich jedes Jahr zweimal gegen die Varroa behandeln, also gegen die Varroamilbe behandeln mit organischen Säuren. Und nicht zu sagen, dass es per se falsch ist, aber es birgt Risiken. Und welche Chance habe ich, wenn ich es zum Beispiel den Bienen selbst überlasse? Vor etwa einem Jahr habe ich mich getroffen mit einer Bienenbetreuerin, die es auch anders macht. Sie hat mich mitgenommen zu ihrem Schiffertree. Das ist so ein künstlicher hohler Baum, wo man die Bienen völlig in Ruhe lässt und wo sie ganz naturgemäß leben können. Und sie hat mir ganz viel gezeigt und ganz viel erklärt und es war hochinteressant. Und dann am Abend rief sie mich auf einmal an, sie möchte doch nicht, dass das Interview veröffentlicht wird, weil sie keinen Stress möchte mit Nachbarn und mit Imkerkollegen. Ich dachte, was ist denn bei den Imkern los? Machen alle Imker machen es anders. Wir haben Ja, viele na. Imker gefragt und bilden uns auch immer weiter und so 10 Imker, 20 Meinungen. Ja, das habe ich auch schon So, wir machen erlebt. es immer so, dass wir im Mai, haben die so einen Schwarmtrieb, ne? Da geht dann normalerweise die Königin raus, bevor die nächste Königin schlüpft. Das sind Ruth und Flo. Sie haben auch ein paar Bienenvölker. Ja, ich habe das Gefühl, obwohl wir das seit 8 Jahren jetzt machen, dass man immer wieder vor den Bienen steht und rätselt, was das bedeutet, was man da jetzt sieht, ja, wie die sich verhalten. Lasst uns diese Kluft, die da entstanden ist, zwischen denen, die ja, das konventionell machen, auch mit bestem Wissen und Gewissen erstmal, und denen, die alternative Wege suchen, diese Kluft irgendwie mit, ja, Vertrauen aufzufüllen, um eben zu gucken, können wir nicht da auch zusammen voneinander profitieren, von den Und Ideen ja, klar, gegenseitig ja. unterstützen und voneinander lernen. Ja, mit der Varroa-Behandlung, das ist ja der große Streitpunkt, wie ich das verstanden habe, ne? Ja, das ist ein großer Konflikt. Also es ist vor allen Dingen auch so, dass wenn ein Bienenvolk ein Jahr nicht überlebt, dass dann auch eigentlich sofort gesagt wird, das Bienenvolk ist an der Varroamilbe gestorben. So, und das ist aber, wenn man jetzt die Bienen genau beobachtet und das auch mal sich öffnet und von dieser engen Sichtweise sich so ein bisschen distanziert, dass man dann auch viele andere Gründe findet, warum ein Bienenvolk, was man eben nicht mit konventionellen Methoden umsorgt, auch eben sterben kann. Ja. So, und dass es eben nicht nur an der Milbe liegt. Was sagt die Forschung dazu? Interessant finde ich Folgendes in dem Zusammenhang.
Am 31.12.2016 berichtete Hakim Dek in der New York Times über einen Fall, wo der Agrarkonzern Syngenta versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Forschungsarbeit von Dr. James Creswell an der Universität Exeter in Großbritannien. Als seine Forschungen zeigten, dass die Varroamilbe nicht die Ursache für das Bienensterben ist, sondern unter anderem die Pestizide in der industriellen Landwirtschaft, forderte Syngenta den Forscher auf, seine Forschungen auf die Varroamilbe zu konzentrieren. Ist der ganze Varroa-Hype vielleicht ein großes Ablenkungsmanöver? Dann lass uns doch mal über die Chancen sprechen, die wir auch haben, wenn wir jetzt mal wegen erstmal nebeneinander existieren. Also eben Bienenvölker, die wenig behandelt werden oder gar nicht und auch anders umsorgt werden, als es das vielleicht im klassischen Bild eines Imkers erforderlich wäre. So. Und da gibt es ja viele verschiedene Themen, wie zum Beispiel das Drohnenbrut ausschneiden, ist ja so ein ganz zentrales Thema auch, dass man sogar vielleicht sagen kann, dass ohne wilde Bienenvölker um uns herum oder auch vielleicht diejenigen, die weniger an den Bienen machen, es auch vielleicht zu wenig Drohnen gäbe für diejenigen, die es halt intensiv betreiben. Ja. Also es von den Bieneninstituten empfohlen wird, neben der Behandlung mit organischen Säuren, die Drohnenlast in den Bienenvölkern niedrig zu halten, indem man die Drohnenbrut also erstmal lenkt. Wenn ich ein Rähmchen ohne Mittelwand in das Volk hängen, wie die sofort mit Drohnenbrut ausgebaut. Das zeigt auch schon diesen Mangel an Drohnenbrut. Und wenn ich das nach der Verdeckelung, also wenn die sich verpuppen, die Maden, ausschneide, dann habe ich quasi so eine Varroa-Fabrik entnommen, weil die Varroa-Milbe sich am liebsten in der Drohnenbrut vermehrt. Das ist erstmal, leuchtet erstmal ein und ist auch eine einfache Maßnahme, wo man sagen kann, hey, das mache ich, das macht Sinn. So, wenn ich mir jetzt aber überlege, dass ich möglichst viele Drohnen brauche, damit meine Königin auch dementsprechend begattet wird, dann kriege ich dann schon wieder ein Problem. Warum braucht man denn mehrere Drohnen, um eine Königin zu begatten? Irgendwie denkt man so als Mensch, es reicht ja eine. Naja, gut, das schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die, mir den Kirschbaum vorstelle, ne, der Millionen von Blüten hat, würde ja auch letztendlich dieser eine Kern für einen nächsten Baum reichen. Und die Natur lebt eben aus der Fülle heraus. Und bei den Bienen ist es speziell sogar noch so, dass ja die Königin im Idealfall von 10, 12 Drohnen meinetwegen begattet wird. Und dass da auch nochmal mit reinspielt, dass dann wiederum verschiedene Spezialisten, verschiedene Fähigkeiten in einem Volk dann wiederum vereint werden. Der Austausch, der die Evolution voranbringt. Genau. Und das Volk, die Bienen auch gesund erhält dann, ne? Genau, absolut. Also ich habe dann vielleicht auch welche, die können besser bauen, die anderen können besser Honig sammeln und einige können vielleicht auch andere Bienen putzen und von Varroamilben befreien. Oder wenn ich eben eine Königin habe, die nur von wenigen Drohnen begattet wurde, ist davon auszugehen, dass es dann zu einer Verarmung insgesamt kommt, der Genetik und das so systematisch, und das muss man sich wirklich vorstellen, also das wird sehr, sehr genau, sehr akribisch gemacht, weil man ja das mit der Intention tut, dass es für die Bienen gut ist. Du schreibst auch in deinem Buch, dass es ja auch noch viele andere Dinge gibt, die in der konventionellen Imkerei den Bienen Stress machen. Ich erinnere mich daran, das hat mir so gefallen als Künstlerin mit der Form von den Bienenkästen auch, dass die auch eine Rolle spielen kann. Das ist ganz interessant. Wir sind jetzt gerade in so einer interessanten Zeit, wo halt alle möglichen, ganz viele Leute auch Sachen ausprobieren. Ja, ja. Und es wird jetzt gerade auch an Naturhöhlen geforscht, dass man eben guckt, was sind denn da die Vorteile? Was ist anders zu dem konventionellen Bienenkasten? Ja. Und da gibt es halt viele Probleme. Also erstmal diese Rähmchen, die Mittelwände, die Form des Kastens, das Material. Das Material, ja. Kästen, wo dann eben auch Kondenswasser entsteht. Und dann Schimmel. Genau, Schimmel, Luftfeuchtigkeitsverhältnisse, die auch unnatürlich sind. Mhm. Das sind halt alles so Faktoren und dann auch der Standort. Ne? Ja. Also wie jetzt zum Beispiel hier ist es definitiv nicht ideal,
dass der Kasten halt auf dem Boden steht ja. oder fast mhm. auf dem Boden. Mhm. Fluglöcher naturgemäß deutlich höher sind. Mhm. Dass sie oft nah zusammenstehen, ist halt ein ganz großes Problem, weil die Bienen sich halt eben auch oft vertun und ins falsche Flugloch ja, ja. Und da gibt es dann eine Vermischung mhm. und dann gibt es natürlich auch eine Ansteckung untereinander mit Parasiten, ja, ja. Wie der Varroa. Mhm. Und in der Natur würden die sich also sowieso weiter auseinander ihren Platz suchen. Genau, also wenn man jetzt es gibt ja natürliche stabile Populationen, auch trotz mhm. der Varroa-Milbe, mhm. im Ahrn und Forest zum Beispiel, die auch da intensiv untersucht wurden, auch schon in den 70er Jahren. Also sagt man eigentlich, natürliche Besiedlungsdichte wäre ein Volk pro Quadratkilometer. Mhm. Die Königin sitzt in der Mitte, mhm. der Schwarm sitzt in der Traube, im Baum. Und der Schwarm schickt Kundschafterinnen los. Mhm. Und dieser Schwarm entwickelt in diesem Zustand die Intelligenz eines Primaten. Ja. Ne? Also diese Entscheidungsfindung. Und ich meine, das Buch heißt Honey Bee Democracy. Und es ist eine komplett demokratische Entscheidung, also perfekte Demokratie. Die Königin hat in diesem Prozess nichts zu sagen. Thomas Seeley, der Autor dieses Buches, auf Deutsch Bienendemokratie, hat in Versuchen festgestellt, dass die Kundschafterinnen, meistens ältere, erfahrene Bienen, ein absolutes System haben, mit dem sie die Behausung bewerten. Uwe und Christoph haben den Bienenkorb selbst geflochten, aus Roggenstroh. Roggenstroh angebaut. Selber angebaut? Genau. Wahnsinn. Das ist eine etwas ältere Roggensorte, heißt Martin Schmidt. So um die 2 Meter noch was langes Roggenstroh. Mhm. Das verwendet man fürs Flechten der Bienenkörbe. Mhm. Das zweite Rohmaterial, das habe ich hier in der Hand. Das ist ein Weidenstab, eine Flechtweide. Die schneiden wir dann im Herbst. Mhm. Und die teilen wir dann mit einem Ziegenfuß in 3 Weidenbänder. Also das Roggenstroh flechtet man dann zu einer Endlosschnecke sozusagen. Mhm. Und die Weidenbänder, die nimmt man, um das Ganze quasi als Flechtstreifen ja. einzuflechten. Ja, und dann ist der Korb irgendwann fertig. Dann wird er mit Kuhmist beschmiert, als Schutzschicht nochmal, als Wärmeisolierung. Das war früher einfach so. Ja. Man hat das Stroh gehabt, man hat die Weiden gehabt mhm. und Kuhmist. Ich denke, das war das Einfachste, was man nehmen konnte. Mhm. Wir finden, diese Unterkunft hat viele Vorteile. Gut gedämmt, die Form. Ja. Wir halten sie für gut geeignet, um Bienen möglichst unbetreut zu halten. Aber wir holen jetzt auch keinen Honig raus. Besser wäre es, so hoch wie möglich angeordnet, deswegen so ein Korb. Da siehst du, die fliegen schon ganz anders an. Ne? Ja, sag doch mal, Uwe, wie bist du denn zu den Bienen gekommen eigentlich? Bin ich zu den Bienen gekommen, muss ich mal überlegen. Ich glaube, es war der Film More Than Honey. Dann habe ich, wie gesagt, das sehr beeindruckende Faschingsseminar an der Fischermühle mitgemacht. Und da hat es dann eigentlich Klick gemacht, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann war ich noch in einem Kurs in Süddeutschland, habe die Bienenkiste gebaut. Die stand dann hier und dann auch die Bienen, die habe ich über die Schwarmbörse damals dann doch von dem Imker bekommen. Ja, und so ist der erste Bienenschwarm dann hier eingezogen. Und der erfahrene Imker sollte dann mal dem Neuling helfen und so sind wir zusammengekommen. Mal unser Nachbar hat immer Bienen, ich bin auch im Land groß geworden und da habe ich dann auch als Kind immer zugeguckt und geholfen. Ja, dann hatte ich irgendwann auch mein eigenes Volk. Und dann später auch 2, 3. Bin dann letztendlich davon abgekommen, durch mehrere berufsbedingte Umzüge, habe ich sie abgegeben und hatte dann ein paar Jahre keine. Und das war eigentlich auch gut. Also bevor wir uns dann kennengelernt haben,
um einfach nochmal einen Abstand zu dem zu gewinnen, was man immer selbstverständlich auch daran gemacht hat. Ja. Ja, das war, haben wir, war die Kombination, sag ich mal, du hattest die Erfahrung aus dem Konventionellen und ich hatte erstmal keine Ahnung, hatte aber irgendwie die Ideen aus der wesensgemäßen Imkerei da aus den Kursen mitgebracht. Das war sehr, ja, in Kombination, eine gute Kombination eigentlich, ne? Ja, wurde mir dann bewusst, dass ich da eigentlich ganz von vorne wieder anfangen muss. Und da das halt immer wieder auch Thema war, ne, in Gesprächen und auch da, da haben wir gemerkt, dass das lohnt sich, das einfach mal auch aufzuschreiben. Und dann habt ihr es aufgeschrieben und habt dieses Buch gemacht. Genau, das haben wir aufgeschrieben. Da wollten wir dem einen oder anderen die Gelegenheit geben, der es liest, einfach mehr zu erfahren darüber. Ja, also ich meine, ich greife natürlich immer wieder darauf zurück, dass ich ja auch diese konventionelle Erfahrung habe. Ja. Und jetzt im Nachhinein dann immer wieder auch an diesen Punkt komme, wo ich sage, guck mal, dass alleine dieses Gefühl, also für mich, immer gegen die Bienen zu arbeiten, also wenn ich Honig ernten möchte, dann ist es, oder zumindest wenn ich möglichst viel Honig haben möchte, dann ist es ratsam, dass die Bienen eben einem nicht wegschwärmen in der Betrachtzeit. Ja. Und das ist wirklich was ich immer noch, also sehr total präsent ist, obwohl es schon viele Jahre her ist, war diese enorme Anstrengung, die ich wirklich immer unternehmen musste, um die Bienen an Schwärmen zu hindern. Ja. Also es ist mir auch sehr negativ in Erinnerung. Also ich bin als junger Mensch angefangen und das habe ich als sehr anstrengend empfunden und auch als, dass es eigentlich nicht richtig sein kann. Ne? Die wollen das und eigentlich und man tötet die einfach. Es ist, sag ich mal, das Ziel eines jeden Lebewesens ist es, sich zu vermehren. Ja. Und das ist es bei den Bienen genauso. Die brauchen Honig, um über den Winter zu kommen. Mhm. Aber sie müssen auf jeden Fall brauchen auch einen Schwarm, so, um sich zu vermehren. Und dagegen zu gehen, wirklich die Völker zu teilen, die Völker, die in den Raum zu vergrößern, damit sie möglichst nicht das Gefühl bekommen, wir haben jetzt genügend Bienen für einen Schwarm. Brut zu entnehmen, also zu schröpfen, sagt man dann, Weiselzellen auszubrechen, immer wieder ranzugehen, immer möglichst nach spätestens 6-7 Tagen immer wieder alles auseinanderreißen, um auch möglichst jede Weiselzelle zu erwischen. Das ist also ein enormer Kraftaufwand und man merkt, welche Energie die Bienen aufbringen, um dagegen anzukommen. Und das ist eigentlich ein wirklich Gegeneinanderarbeiten. Und das ist eine Energie, die sie gut gebrauchen könnten für Abwehrkräfte. Absolut. Und es liegt ja nahe, dass wenn ich jetzt natürlich andere Katastrophen am Volk irgendwie anrichte, dass dann andere Dinge wichtiger sind, dass das Mikroklima im Brutnest wiederherstellen, beschädigte Rähmchen und Waben reparieren, neues Brutnest anzulegen, weil es wurde Brut entnommen und. Führt natürlich dazu, mehr so Brände zu löschen im Bienenvolk, als jetzt anzufangen, sich da stundenlang gegenseitig zu putzen. Und auch, das muss man auch sagen, das Entnehmen des Honigs, wie es also eigentlich für gewöhnlich gemacht wird, nämlich relativ viel, es führt ja auch letztendlich dazu, dass die Bienen in eine Notsituation kommen, wo sie sagen, der Winter wird kommen. Wir haben nicht genug Vorräte. Wann auch immer, jetzt müssen wir ranschaffen. Das heißt, also, die arbeiten ja ein Vielfaches an dem, was sie eigentlich nur arbeiten würden, wenn sie ein kleines Volk wären, was also mit seinen Kräften auch selbst, sich seine Kräfte selbst einteilen kann und so auch stark dann irgendwo in den Herbst und im Winter gehen kann mit seinen Vorräten. Als wenn es sich also wirklich, also das könnte auch bei dem einen oder anderen wirklich so ein Erschöpfungszustand sein. Einfach dieses, ich muss immer arbeiten, ich muss noch einen Brutraum füllen, ich muss noch eine zweite Tracht, also eine zweite Ernte einfahren. Und das sind so, so Punkte, wo ich denke, dass man da sicherlich auch genauer hingucken muss. So, und da, das heißt aber nicht, also da will ich auch nicht falsch verstanden werden, dass man jetzt nie wieder Honig ernten darf. Oder dass man auch überhaupt gar nicht mehr, oder dass man jetzt nur noch in Baumhöhlen imkern sollte. Ja, also wir leben in einer Kulturlandschaft, das dürfen wir nicht vergessen. Und, sondern es geht mehr so darum, mal zu gucken, also was
ist das Bedürfnis der Biene, ja, das in den Mittelpunkt zu stellen, ja, sich daran zu orientieren. Mhm. Und das geht ja auch in diese wesensgemäße dann Richtung eben. Und dann eben, wenn ich mit diesem Bewusstsein da rangehe, gehe ich schon anders ran. Ich öffne, ja, den Kasten anders. Ich stelle mich vielleicht um. Ich kann sicherlich trotzdem auch Honig ernten dann, aber auf eine andere Art. Mhm. Und auch vielleicht ist es dann auch einfach weniger, was ja auch nicht so schlimm wäre. Und bei meinem zum Beispiel, meinem Bienenbaum zu Hause, der jetzt ja leer stand, auch letztes Jahr, da ist jetzt zum Beispiel, hat die Wachsmutter das komplette Wabenwerk zersetzt. Mhm. Das ist alles aus, mhm, raus. Es gibt nichts mehr da drin. Mhm. Und außer die Außenwände, die ja mit Propolis ausgekleidet sind, mit diesem Kitharz, dem antibakteriellen Material, mit dem die Bienen eben ihre Behausung auskleiden, das ist geblieben. Mhm. Und da sieht man auch, aha, jetzt haben wir auch keine, falls es irgendwelche Krankheitserreger gegeben haben könnte in diesem Wabenwerk, ist das eben alles nicht mehr da. Mhm. Und wer jetzt neu einzieht, der fängt dann wieder bei Null an. Als, ja, Schwarm, ohne Brutkrankheiten, Belastung, die irgendwo in den Waben steckte. So, natürlich nehmen die ein paar Milben mit, die sitzen ja an den Bienen dran. Aber man weiß auch, dass kurz vor dem Auszug des Schwarms sich die Bienen aufheizen. Die machen sich heißer, fast, ne? Das ist interessant. Bevor sie ausfliegen. Ja. Und da fallen ganz viele Milben ab. Ja. Und das Volk, was zurückbleibt, bekommt eine Brutpause. Ja, ja. Weil die Königin ist ja weg. Aha. Die neue braucht, bis sie zum einen begattet ist und auch erst Eier legen kann. Das heißt, die alte Brut läuft komplett aus. Mhm. Und auch da steht dann eine Pause. Ja. Auch für die Milbe. Auch für die Milbe. Weil die, genau, sich nur in der verdeckelten Brut vermehren. Ja, ja, ja. Ja, dann macht der Leerstand ja auch Sinn, ne, für eine Weile von so einem Baum. Absolut. Ja. Absolut. Und der Leerstand ist halt sehr, ist halt verpönt, weil es heißt, da ist was gestorben. Ist was schief gelaufen. Da ist was gegangen, ne, es ist weg. Aber man muss auch sehen, das ist diesen Wechsel an Volk gibt es auch im konventionellen Hobby-Imkerkasten. Ja. Ja. Es wird halt nur sofort ersetzt. Ja. Ja. So, dass eben keine Lücke entsteht. Und im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn jetzt ein Kasten leer ist, dann und ist meinetwegen aus anderen Gründen, dann wird eben neuer mit Bienen wieder in diese Lücke gestellt. Mhm. Es ist also quasi ein lückenloses auch Bebrüten dieses Wabenwerks, was da ist. Und auch gerade diese Lücken, wie man jetzt auch gesehen hat in dem Bienenbaum bei mir mit den Wachsmotten, sind halt eben auch wichtig, um diese Pause, die ist einfach wichtig. Ne? Ja, da sind dann Mikroorganismen, da sind Wachsmotten, die sich dann dieser Sache annehmen. Und dann geht es irgendwann wieder von vorne los. So, und der Imker macht das halt, indem er dann abflemmt, die Kästen und so weiter. Es ist wieder Arbeit. Ja, ja, ja. Also es ist auch, wie gesagt, eine Einstellung. Ich kann sagen, ich möchte das auch denen überlassen. Ich muss dann halt einfach mehr Geduld haben und Zeit. Mhm. Ja, und, aber das ist eben die Zeit, die es braucht. Ja. Weil wir haben es mehrfach beobachtet, dass gerade auch diese Völker, die sehr, sehr klein sind, sogar noch im gleichen Jahr schaffen zu schwärmen, die das Zeug haben, zu überleben, die vielleicht sogar gerade diese Kleinvolkphase auch als wiederum Gesundung brauchten, um irgendwie zu überleben, abzufegen, weniger moralisch verwerflich ist, als ein Volk nicht gegen die Varroamilbe zu behandeln und zu gucken, ob es den Winter selbst schafft oder nicht. Und da ist ganz viel Gesprächsbedarf. Ja, ja. Da müssen wir, da muss man drüber sprechen dürfen. So, und das ist aber in vielen Kreisen zurzeit nicht der Fall. Wenn ich damit komme, wird sofort gesagt, das geht nicht, das ist Tierquälerei oder was auch immer. Und ich will jetzt den Ball nicht zurückspielen und sagen, das Verhindern des Schwarmes ist Tierquälerei, weil da so kommen wir nicht weiter, wenn wir uns gegenseitig irgendwie das Vorwurfskarussell begeben und alle schwindelig aussteigen am Ende. Sondern einfach mal drüber sprechen, wie fühlt sich das denn für dich auch an? Wenn ich jetzt hier 10 Völker stehen hätte und bei dem Wetter, ich würde meine volle Montur anziehen, ich würde alle 10 Völker jetzt nach Weiselzellen durchsuchen, ich würde die Suppe runterlaufen, ich wäre fertig danach, es kostet sehr viel Kraft. Ja. Da muss man sich fragen, ist das der Weg? Ich hatte das ja in der E-Mail, die du im Vorfeld geschrieben hattest, fand ich ja auch gut, wo ich fragte, ob es irgendwie einen roten Faden gibt. Und du sagst, nö, wir gehen einfach zu den Bienen, du machst an den Bienen, was du sonst auch an den Bienen machst. Und dann habe ich das Uwe erzählt und dann sagt man, ja gut, das wird dann eben nicht so viel sein. Dann sitzt er da und guckt. Genau. Jetzt ist ja auch diese Varroa-Behandlung, die man so üblicherweise macht, das ist ja der totale Stress, ne, für die Bienen.
Ja, also wenn man jetzt wirklich da sich das versucht, da mal so ein bisschen reinzufühlen, ja, was passiert, wenn ich mit einer organischen Säure, mit Ameisensäure wirklich in das Volk reingehe, also hochsensible Lebewesen mit Nervenzellen, von denen wir gar keine Ahnung haben, wie sensibel diese sind. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, dass die Bienen ja vorletztes Jahr auch diesen Baum gefunden haben, über Geruch, also wie, das sind einzelne Moleküle, die da irgendwo erschnüffelt werden. Dass sie sich über Gerüche ja auch verständigen. Genau. So, und wenn ich jetzt mit einer, ich weiß nicht, jetzt hat nicht jeder eine Vorstellung, wie Ameisensäure sich anfühlt, aber ich habe ja auch damit gearbeitet. Und man muss wirklich extrem aufpassen, dass man nicht wirklich aus Versehen die einatmet, weil die so ätzend ist und so gefährlich auch. Ja, ja, ne? Ja. Die Dämpfe. Und mit diesen Dämpfen, die, also verdampft man ja gezielt auch über verschiedene Verdampfungssysteme, um da eben eine Stockluft herzustellen, an der die Varroamilbe stirbt und die Biene eben nicht. Ja. So. Eine Frau mit Bienen hat mir mal erzählt, dass sie gesehen hat, wie die sich selber die Fühler ausbeißt. Ja, es ist, es muss wirklich sein wie so eine, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Blendgranate oder irgendwie Pfefferspray. Ja. Also man weiß gar nicht, was man da für Vergleich irgendwo Tränengas, finden soll. Weil so, wenn man wirklich mal ernsthaft drüber nachdenkt, grausam ist. Es ist grausam. Und jetzt kann man natürlich, das Gegenargument ist immer, es ist natürlich leicht gesagt auch, ist klar, liegt dann erstmal auf der Hand zu sagen, ja, aber wenn du deine Bienen nicht behandelst und die sterben an der Milbe, wie grausam ist das? Wie grausam ist das, wenn die daran verrecken, wenn die wenn die ohne Flügel dann schlüpfen, weil die eben dieser Virus von der Milbe übertragen wird, der diese verkrüppelten Flügel erzeugt. Wie kannst du das verantworten? Ja? Und das ist natürlich ein Vorwurf, der wiegt schwer und man ist sicherlich moralisch, sag ich mal, in einer grünen Zone, wenn man behandelt hat. Aber ich könnte das nicht mehr machen. Ja. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und ich habe ja jetzt auch gesehen, auch diese beiden Völker von Uwe haben ohne Varroa-Behandlung den Winter ganz wunderbar überlebt. Das eine ist jetzt schon geschwärmt. Und man muss da auch einfach gucken, dass man sagt, es ist ja nicht so, dass wir nichts tun. Ja, ja. So, sondern wir lassen zum Beispiel die Bienen schwärmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Reinigungsmechanismus für das Volk, sich von den Milben zu befreien, sich von Brutkrankheiten zu befreien, sich allgemein eben zu gesunden, zu verjüngen. Und das heißt also, wenn ich jetzt natürlich hingehe und ich verhindere den Schwarm und ich höre gleichzeitig auf zu behandeln, das fahre ich das ganze System vor die Wand. Ich muss natürlich schon irgendwo Selbstheilungskräfte auch zulassen und fördern. Genau. So, jetzt kann ich natürlich wiederum auch den Imker verstehen und sagen, ja, wenn ich das jetzt so mache, dann habe ich am Ende des Tages keinen Honig. Mhm. Und also ich glaube schon, dass das funktioniert. Das funktioniert auch bei vielen. Ich kenne ja auch mittlerweile einige, die das machen und die auch trotzdem in der Lage sind, Honig vielleicht in kleineren Mengen, aber auch zu ernten. Es ist eine ganz andere Herangehensweise, es ist eine andere, es geht aus einem anderen Bewusstsein heraus und das macht auch ganz viel Freude. Ja, das kann ich mir vorstellen. Da hört man vielleicht mal auf zu rechnen und man darf aber trotzdem Freude an den Bienen haben. Bienen brauchen Blüten. Honigbienen gibt es seit 25 Millionen Jahren. Uns Menschen brauchen sie nicht. Gift und eine leergeräumte Landschaft auch nicht. Wir alle können was tun für die Honigbienen und für die Wildbienen, auch wenn wir selber keine haben. Ich wünsche euch einen schönen Sommer.